Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Mein Name ist Emma Stapel. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Wir wollen nicht nur sozial reden, sondern auch entsprechend handeln. Dies sagte sich die NPD in Sachsen und eröffnete rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit in dem ehemaligen Ladengeschäft des DS-Versands in Riesa eine Anlaufstelle für Bedürftige. Unter dem Motto Soziale Aktion Sachsen soll künftig praktische Arbeit für die Menschen vor Ort geleistet werden. DSTV war in Riesa und hat die Vorbereitung und die Einweihung des Projektes begleitet. Die Bürger in Riesa werden nicht schlecht gestaunt haben, was sich da Anfang Dezember in ihren Briefkästen befand. Keine Rabattaktion, kein Sonderangebot, sondern eine Einladung zum Helfen, helfen lassen und mitmachen. Und tatsächlich herrscht in der Vorweihnachtszeit im Objekt des Deutsche Stimme Verlages in der Geschwister-Scholl-Straße emsiges Treiben. Regale werden befüllt und Bürger kommen in das Ladengeschäft dem Aufruf folgend, Praktisches und Nützliches unter dem Motto Deutsche helfen Deutschen zu spenden. So, hallo, ja. Ich habe gehört, ihr macht ja eine große Spendenaktion. Ja. Ich habe euch noch was mitgebracht. Das war toll. Sie hatten was im Wetter brauchen können. Das ist ja super. Möchte ich gerne von euch abgeben. Klasse. Ines Schreiber vom NPD-Kreisverband Meißen koordiniert das Projekt. Gegenüber DSTV gibt sie einen Einblick in die Intention. Ja, also wir eröffnen unser Sozialkaufhaus deshalb, weil wir beobachten, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Es gibt immer mehr Familien, die in Armut leben. Hartz-IV-Bezieher, es gibt immer mehr ältere Leute, die Grundsicherung beantragen müssen. Und wir wollen nicht nur reden, wir wollen einfach jetzt für unsere deutschen Bürger praktisch was tun. Daraus wird deutlich, an wen sich das Hilfsangebot wendet. Unser Angebot richtet sich an all diejenigen Landsleute, welche unsere Unterstützung benötigen, sei es jetzt in materieller Hinsicht, oder auch, wenn Sie eine Frage haben, wo wir dann quasi mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Wir wollten von Ines Schreiber wissen, was im Laden abgeholt werden kann. Ja, da haben wir jetzt schon ganz viel im Angebot. Sei es also im Moment natürlich Wintersachen, ganz logisch, für Kinder und auch Erwachsene. Dann haben wir aber auch für Kinder jeglichen Alters Spielzeug, zum Beispiel Roller oder für kleine Babys, Spielsachen. Dann haben wir Möbel, kleine Möbel, große Möbel, was man alles gebrauchen kann. Als schließlich am 3. Dezember die feierliche Eröffnung stattfand, waren der Andrang und das Interesse groß. Zahlreiche Rieser folgten ihrer Neugier und nahmen den außergewöhnlichen Laden in Augenschein. Dabei wurde nicht nur gestöbert, sondern auch die Gelegenheit genutzt, mit den Initiatoren ins Gespräch zu kommen. Der sächsische NPD-Landesvorsitzende Jens Bauer betonte die Bedeutung des Projekts über Riesa und Sachsen hinaus. In Zeiten, in denen unsere Sozialkassen massenweise von illegalen Einwanderern geplündert werden, ist soziale Gerechtigkeit umso wichtiger. Motto der NPD ist immer gewesen, sozial geht nur national. Insofern wünsche ich den Machern hier der Sozialen Aktion Sachsen um unsere Ines Schreiber herum gutes Gelingen bei ihrer wichtigen Arbeit. Auch Lennart Schwarzbach, NPD-Landesvorsitzender aus Hamburg, hob die Bedeutung sozialer Graswurzelarbeit hervor. Wenn Asylbetrüger hier bei uns finanziell besser gestellt werden als unsere Hartz-IV-Empfänger oder Obdachlose, wenn es alleinerziehende Mütter und Rentner gibt, die weniger bekommen als ein Fremdländer bekommt, einfach nur dafür, dass er hier zu uns nach Deutschland kommt, dann ist es umso wichtiger, dass es auch volkstreue Deutsche gibt, die eben auch an die eigenen Volksgenossen denken. Umrahmt wurde die Eröffnung von einem gut besuchten Konzert, organisiert von der NPD-Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten. Bürger und Anhänger lauschten und sangen mit. Nun geht es in den nächsten Monaten an die konkrete Arbeit und den Ausbau des Projektes. Ines Schreiber erklärte, wie Sie das Projekt vor Ort oder von zu Hause aus unterstützen können. Also wir nehmen natürlich sehr gerne Spenden jeglicher Art an, sei es also Sachen zum Anziehen, also Kleidung, Möbel, aber auch ganz wichtig Konserven, denn die können ja nicht schlecht werden. Ich denke, gerade jetzt in der Winterzeit kann man eben Suppenkonserven vorbeibringen oder eben für die Kinder Süßigkeiten zu Weihnachten, also alles, was gut verpackt ist. Und natürlich wäre es ganz schön, wenn man uns auch finanziell unterstützt. Wir wollen das Geld nicht für uns ausgeben,
sondern natürlich wird es hier wieder investiert. Und vielleicht eröffnen demnächst ja weitere soziale Anlaufstationen im ganzen Land. Künftig soll die neue Einrichtung jeden Freitag von 16 bis 18 Uhr oder nach Terminvereinbarung geöffnet sein und dabei allen Landsleuten, die Unterstützung suchen oder einfach helfen möchten, offen stehen. Ihre Sachspenden nimmt Ines Schreiber gerne entgegen. Wenn Sie uns unterstützen wollen, dann bestellen Sie noch heute ein Abo der Deutschen Stimme zum Sonderpreis. Oder lassen Sie uns eine Spende an die gleich eingeblendete Bankverbindung zukommen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Weihnachtszeit und denken Sie immer daran, sozial geht nur national. Alles Gute, Ihre Emma Stapel.